Urlaub zu Corona-Zeiten, das bedeutet Klopapier mit Schutzverpackung. Hey Annika, der Hotelpreis hat sich gerechnet. Strenge Hygienevorschriften. Früher stand da herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und jetzt steht hier Virusinfektion. Und ganz viel Entschleunigung. Keine 500.000 Leute, die betrunken Sangria und Bier trinken. Sie sind vier der allerersten Corona-Urlauber. Annika und Thomas Seidag aus Berlin machen mit ihren beiden Kindern Felix und Lea Ferien am Timmendorfer Strand. Seit genau einer Woche haben hier an der Ostsee die Hotels wieder geöffnet. Einen ersten Eindruck hat die Familie schon bekommen. An Tag 2 geht's erstmal zum Frühstück. Bitte einmal desinfizieren. Jawohl. Hände desinfizieren, das gehört mittlerweile zum Urlaubsalltag dazu. Anschließend wartet schon die nächste Hürde. Wir nehmen einmal die Daten auf. Ihr seid ja im Hotel. Da haben wir den großen Vorteil, dass wir dann in diesem Fall nur die Zimmernummer aufnehmen müssen, weil die kompletten Daten erfasst sind. Okay. Denn jeder Gast muss registriert werden. Ungewohnt nicht nur für die Familie Seidag, sondern auch für Restaurantbetreiber Lars Rabenecker. Das können wir nur auf uns zukommen lassen, haben im Hintergrund natürlich die Hygienerichtlinien, die rausgegeben wurden. Wir haben unser Hygienekonzept geschrieben, da müssen wir uns dran halten. Das Konzept sieht auch vor, dass die Angestellten im Restaurant Maske tragen. Das bleibt den Seidags zum Glück erspart. In Schleswig-Holstein dürfen Gäste laut Hygienevorschrift auf den Mundschutz verzichten. Trotzdem müssen sich die vier anpassen, denn ein Frühstücksbuffet gibt es nicht, stattdessen eine digitale Speisekarte. Herzlich willkommen im Jahr 2020. Essen gehen zu Corona-Zeiten. Da ist eben alles ein wenig anders als sonst. Also ich persönlich finde es total gut, dass man das übers Handy machen kann, wenn man eben ein Handy hat, dass es halt alles so einfach funktioniert. Aber wenn man das halt nicht hat, stelle ich mir das relativ schwierig vor, gerade wenn ich vielleicht ein bisschen älter bin. Frisch gestärkt geht es jetzt an die Tagesplanung. Doch die gestaltet sich eher schwierig. Corona macht Annika und Thomas einen Strich durch die Rechnung. Man ist über Webseiten nicht immer bestens informiert, ob jetzt was geöffnet hat oder nicht. Wir haben jetzt selbst auch schon gerade mal irgendwo angerufen, dann ging der AB ran. Online steht allerdings, es ist geöffnet, dann ist man natürlich irritiert. Man hat also einen etwas größeren Rechercheaufwand. Jetzt heißt es kreativ werden. Während die Seidags Pläne für den Tag schmieden, klingelt bei Hotelmanagerin Christina Levermann das Telefon im Minutentakt. Nee, sie dürfen immer nur mit den Personen zusammen in einem Zimmer wohnen, mit denen sie auch zu Hause zusammen wohnen. Also nicht mit irgendwelchen Fremden, also den Hausfreund jetzt nicht mitbringen. Genau. Seitdem die Hotels in Schleswig-Holstein wieder für Touristen offen haben, schießen die Buchungen in die Höhe. Doch die Gäste sind noch vorsichtig. Gebucht wird immer noch nach wie vor ganz kurzfristig und immer nur für 1 bis 2 Tage. Und das wird auch sicherlich so bleiben, glaube ich, weil es zu viel Unsicherheit. Das ändert aber nichts daran, dass im Hochsommer der Timmendorfer Strand scheinbar voll sein wird, trotz Corona. Also mir geht erstens durch den Kopf, wo sollen die alle hin? Weil die Strandkörbe werden weniger, die Plätze in Restaurants werden weniger. Ich glaube, es wird auch nicht mehr so gemütlich. Also man kann sich ja nicht mehr abends mal irgendwo kuschelig für einen Wein hinsetzen und mal 2-3 Stunden im Restaurant sitzen, weil dann wird der Restaurantbesitzer ungemütlich, weil er hat nicht genügend Tische. Platzmangel aufgrund der vielen Corona-Vorschriften. Eine Erfahrung, die auch Annika und Thomas bald machen werden. Doch jetzt geht es erstmal mangels Freizeitalternativen an den Strand. Aufsätze, fertig und los! Das Wetter spielt nicht ganz mit. Deshalb wollten die vier eigentlich in einen Freizeitpark, nur 15 Autominuten entfernt. Doch der hat nach wie vor geschlossen. Andere Freizeitparks in Deutschland stehen hingegen kurz vor der Eröffnung oder haben bereits geöffnet. Und auch ein Besuch im nahegelegenen Schwimmbad fällt für die Familie ins Wasser. Die Bäder haben in Schleswig-Holstein noch zu. Zum Vergleich, in Nordrhein-Westfalen können Badegäste seit dem 20. Mai wieder planschen. Bis Mitte Juni öffnen dann nach und nach die Schwimmbäder in den restlichen Bundesländern. Viele Einschränkungen, doch davon lassen sich die Seidags ihren Urlaub nicht vermiesen. Für unsere persönliche Situation
die vorher bedeutet hat, gar keinen Urlaub machen zu können, ist natürlich eine super Alternative. Wir haben Zeit mit den Kindern, wir haben Zeit am Strand. Und wenn das Wetter jetzt noch mitmacht, dann ist es eigentlich beinahe perfekt. Hier am Strand können Thomas und Annika den Corona-Wahnsinn vergessen, wenn auch nur für einen kurzen Augenblick. Moin! Hallo! Ja, wir hätten ganz gern Strandkorb. Was so einfach klingt, ist dieses Jahr etwas komplizierter. Denn auch Strandkorbvermieterin Katja Frank hat strenge Corona-Auflagen bekommen. Den Abstand bitte einhalten, die Körbe nicht verstellen. Es muss dieser Abstand von 3,25 Meter sein und einfach vielleicht nicht so ins Gewusel. Aber heute habt ihr Glück, es ist ja nicht viel los. 3,25 Meter vorgeschriebener Mindestabstand zwischen den Strandkörben, das bedeutet für Katja Frank deutlich mehr Aufwand und enorme Umsatzeinbußen. Die Herausforderung ist eigentlich für uns groß, weil wir weniger Körbe stellen können. Wir müssen die Buchung noch mal überdenken und einige Gäste werden wahrscheinlich auch nicht an ihren alten Platz kommen. Die Seidachs nehmen die neuen Regeln relativ gelassen, denn noch sind sie fast allein am Strand. Ich glaube aber, es würde zum Problem werden, wenn jetzt 25 Grad wäre, die Sonne würde scheinen und jeder Strandkorb wäre belegt. Weil da jetzt krass auf den Abstand zu achten, halte ich mit Kindern wirklich für schwierig, weil die Kinder turnen da mal rum und da mal rum. Wie schwer es tatsächlich ist, Abstand zu halten, das erleben die Seidachs in den darauffolgenden Tagen. Denn über Christi Himmelfahrt strömen jede Menge Touristen zum Timmendorfer Strand. Es wird mittlerweile voller auf den Promenaden. Das heißt, den Mindestabstand da einzuhalten, wird schwieriger. Und wir stellen auch fest, dass es auch in den meisten Fällen nicht mehr eingehalten wird. Schnell mal essen gehen, das ist für die Familie jetzt nicht mehr so einfach möglich. Wir schaffen es aufgrund der 50%-Belegung nicht in unserem eigenen Hotel zu essen, auch nirgendwo anders. Ist es gerade möglich, schnell Essen zu bekommen? Aber ja, Lea, wir suchen was. Bis dann. Quengelnde, hungrige Kinder, hunderte Touristen und kein freier Restaurantplatz in Sicht. Eine harte Probe für die Familie. Am Ende landen die Seidachs wieder in ihrem Hotelzimmer, ziemlich ernüchtert. Corona? Fragezeichen? Was ist das? Also es ist wahnsinnig voll geworden und dementsprechend kommt es zu diversen Engpässen. Deswegen werden wir Abendbrot essen in unserem Hotelzimmer. Urlaub zu Corona-Zeiten, das bedeutet auch viele unerwartete Herausforderungen. Die Bilanz nach 6 Tagen Ostsee fällt aber trotzdem positiv aus. Also ich persönlich denke, Urlaub ist ja auch immer eine Frage der Einstellung, ja, auch sich entsprechend zu entspannen. Und insofern würde ich rückblickend sagen, sicherlich gab es ein paar neue Rahmenbedingungen, sei es die Begrüßung, sei es Desinfektion, sei es das Verpacken von Gläsern im Hotelzimmer. Aber unterm Strich, insbesondere als Familie von 2 Kleinkindern, können wir das Resümee ziehen, zu sagen, ja, Urlaub beginnt im Kopf, wir haben die Tage gut genutzt. Und damit der Urlaub trotz all der Vorschriften und Corona-Regeln entspannt bleibt, hält es Thomas ganz wie Harald Junkel. Keine Termine und leicht einsitzen. Mit ein bisschen Flexibilität, Planung und vor allem viel Humor kann der Familienurlaub also auch während einer Pandemie etwas Besonderes werden.